Hier ist Margarete. Margarete, 46, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Margarete. Julian, gut, dass ich durchkomme. Ich habe ein Problem und zwar vor 19 Monaten ist mein Lebensgefährte verstorben. Ich lebe in einer Einzimmer-Apartment-Wohnung. Und ich selber bin auch krank, gehe am Rollator, kann nicht mehr aufrecht gehen, weil ich am Rücken krank bin. Und jetzt ist folgendes, ich habe niemanden mehr, der sich so um mich kümmert. Und ich bin seit März, war ich zuletzt im Krankenhaus, bin ich nicht mehr draußen gewesen. Und Lebensmittel bestelle ich mir im Edeka-Markt wird geliefert. Aber es geht darum, ich kann meinen Müll selber nicht rausbringen. Und seit März liegt auch die ganze Wohnung voller Müll. Ich lebe quasi auf einer Müllhalde. Und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Du hast hat dein Lebensgefährte mit in dieser Wohnung gewohnt? Nein, wir haben jeder selber eine, also jeder hat seine Wohnung gehabt. Verstehe. Aber er hat sich um mich gekümmert. Ich habe die meiste Zeit bei ihm gewohnt und ich habe schon immer ein bisschen gekränkelt, aber nach seinem Tod, er ist hier in meiner Wohnung gestorben. Was natürlich auch eine schlimme Erinnerung ist in deiner Wohnung an das. Ja, Sterben. Und in meinem Bett, ich habe ihn noch gepflegt und so, weil wir waren über 11 Jahre zusammen. Und ich habe ihm immer versprochen, es ist einer für den anderen da. Und trotz meiner Krankheit habe ich ihn gepflegt und alles, aber es ist extrem schlimmer geworden, nachdem er tot, also verstorben war. Und ich war 15 Jahre abhängig von Opiat, abhängig, Tramal. Da habe ich die Entgiftung letztes Jahr im November gemacht. Sagst du mir noch was, das ist mir am Anfang nicht so ganz klar geworden. Was ist die Hauptgrunderkrankung, die du hast? Also ich bin fettleibig. Wie viel wiegst du? Und ich wiege 190 Kilo. Bei einer Größe von? 1,72. Ja. Und jetzt habe ich seit dem Tod von meinem Lebensgefährten kann ich mich auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob das, also ich hatte so schon Schwierigkeiten mit dem Laufen, habe das aber alles immer noch gut hingekriegt, aber da ging es dann eben ganz extrem bergab und ich kann mich auch nicht mehr richtig gerade machen, ich stütze mich mit dem Ellbogen auf dem Rollator ab und kann mich also nur so in der Wohnung und ich fortbewegen. Und das heißt, wenn die Fettleibigkeit etwas reduziert würde, würde es dir schon besser gehen? Dann, ich denke ja, weil ich habe das am Bauch, das zieht alles nach unten runter. Weißt, ich habe so eine riesen Fettschürze. Ich verstehe, ich kann es mir vorstellen. Das ist ja eine ganz, ganz furchtbare Situation, in der du erlebst. Einmal deine Krankheit, dann bist du gefangen in deiner Wohnung, die Wohnung vermüllt allmählich. Und das nicht allmählich, die ist schon vermüllt. Und du hast wahrscheinlich ja auch immer noch mit dem Trauma des Todes zu tun, des Verlustes. Ich schlafe immer noch in demselben Bett, weil ich habe Erwerbsunfähigkeitsrente und bekomme ergänzend Grundversorgung und ich kann mir keine anderen Möbel kaufen und ich schlafe immer noch in dem Bett, wo er verstorben ist. Gibt es irgendwelche Freunde, Verwandte? Nein. Gar nichts. Du bist ganz alleine auf der Welt. Ich bin ganz alleine. Und ich traue mich hier nicht mit einem. Ich verhalte mich ganz leise in der Wohnung, dass die Nachbarn, man kennt sich ja schon, ich wohne ja schon mehrere Jahre hier. Und dass die mich ja nicht hören. Aber es muss doch zum Beispiel in deiner Wohnung total stinken, wenn da so lange der Müll liegt. Ich habe Fenster auf Tag und Nacht. Ich bin so froh, dass es jetzt kälter geworden ist. Und was ich mache, ich lege feuchte Handtücher, Handtücher, so Badetücher und so, tue ich in Weichspüler. Einweichen und die lege ich dann vor die Tür. Gott, das ist ja dramatisch.
Weißt und du? Sowas wie Weichspüler und so Sachen, das bringt ja auch der Supermarkt dann nach Hause. Das bringt der Supermarkt, ja. Wenn du aber zur Apotheke mal müsstest zum Beispiel, wie geht das? Ich rufe beim Arzt an, bestelle mein Rezept, die geben das unten in der Apotheke ab und dann liefert mir die Apotheke das. Mhm. Und es ist aber so, ich kann ich wohne im Mehrfamilienhaus und ich kann also nur bis zum Erdgeschoss fahren und komme also nicht runter bis zu dem Müllkeller. Da komme ich nicht hin, weil da muss ich nochmal 3 Treppen runtergehen und das kann ich nicht bewerkstelligen mit dem Rollator. Verstehe. Und die erste Zeit, ich meine, jetzt ist es schon so schlimm, dass man sich wahrscheinlich total schämt, dass du dich total schämst. Konntest du nicht einen Nachbarn bitten, das zu machen für dich? Ich habe immer gedacht, ach, das schaffst du noch, das schaffst du. Und dann habe ich auch immer gehabt, ein Bekannter, ja, der hat mal hier im Haus gewohnt und der hatte dann gesagt, ach, ich helfe dir, ich komme vorbei, ich helfe dir. Ja, und so ist das dann immer wieder verschoben. Ich versuche mir gerade dieses Zimmer, wie viele Quadratmeter sind das? Das sind 29 Quadratmeter, also, die komplette Wohnung. Das ist nicht groß. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Wenn der so lange, da ist ja wirklich alles voller Müll. Ja, bis zur Heizung hoch. Wenn ich in den Wohnraum reingehe, dann gehe ich dort über den Müll zu meinem Bett. Ich kann nur auf dem Bett noch sitzen. Spülst du denn noch ab, wenn du gegessen hast, den Teller? Nee. Stellst du es einfach hin? Ich koche auch gar nichts mehr. Ich lasse mir ein bisschen Obst kommen und so weiter. Und esse dann Obst oder so oder esse einfach nur belegtes Brot. Mhm. Margarete, da muss aber jetzt ganz, ganz schnell etwas passieren. Aber was soll ich machen? Ich habe Angst, dass ich meine Wohnung verliere. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlimm, wenn du in eine andere Wohnung umziehen könntest. Ich fände das sogar ganz gut, dass du aus dieser Wohnung mit den schlimmen Erinnerungen rausgehen könntest. Du meinst, dass ich auch mal von diesem Blick, ja, also, von dem Bett wegkommst, von der ganzen Erinnerung wegkommst, dass du in eine Wohnung kommst, die auch behindertengerecht ist, wo du auch raus kannst, dich bewegen kannst. Du gehst ja unter. Du gehst im Müll unter, du gehst in deiner Fettleibigkeit unter. Du kriegst aber keine Luft mehr. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also, dir müssen jetzt Menschen helfen. Es gibt soziale Hilfsdienste, machen wir uns gleich alles kundig. Da müssen jetzt Leute zu dir kommen und dich an die Hand nehmen und dir helfen. Ja. Du bist ja vollkommen hilflos. Ja. Wir werden dir gleich eine ganze Menge Sachen an die Hand geben. Wenn du da Alarm schlägst und da kommen Leute und wollen dir helfen, willst du das auch wirklich? Ja. Ich kann ja nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr anders und schaffst es alleine nicht. Nee. Weiß dein Arzt eigentlich um die schlimme Situation? Mit der Wohnung nicht. Nee. Das habe ich keinem erzählt. Das ist jetzt hier zum ersten Mal gesprochen. Ja. Ja. Sehr gut, dass du angerufen hast, Margarete. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja, das verstehe ich. Und jetzt muss dir wirklich von außen geholfen werden. Wer das sein könnte, wie man das macht, das erklären wir dir alles jetzt in Ruhe im Hintergrund. Ja. Und ich hoffe sehr, dass in ein paar Monaten deine Lebenssituation sich enorm verbessert hat. Und wird dann, wenn es dir besser geht, auch gerne nochmal mit dir sprechen. Gerne. Wenn was passiert ist. Ich hoffe sehr, dass was Gutes passiert. Ja. Ich gehe davon aus. Das ist nett. Gut, Margarete, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Christina angerufen und wir versorgen dich mit allem, was nötig ist. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute von Herzen. Ne? Vielen Dank und alles Gute. Sehr gerne. Danke. Tschüss.